Wir danken Ihnen, dass Sie sich für einen Stuhl von RH entschieden haben. Sie haben damit ein außergewöhnliches Produkt erworben, das Ihnen viele Jahre lang einen hohen Sitzkomfort und viel Flexibilität bieten wird. Bitte nehmen Sie sich jetzt ein paar Minuten Zeit, damit Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Stuhl ziehen. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Arretieren Sie den Stuhl zunächst bei etwas mehr als 90 Grad. Das macht es leichter, die Ersteinstellungen vorzunehmen. Der Arretierhebel befindet sich auf der linken Seite. Drücken Sie den Hebel, um den Stuhl festzustellen. Wenn Sie in einem Bürostuhl sitzen, sollten Sie aufrecht sitzen und immer Kontakt zur Rückenlehne haben. Setzen Sie sich ganz nach hinten in den Stuhl. Viel zu viele Menschen hocken zusammengesunken auf ihrem Stuhl. Ein häufiger Grund für Rückenschmerzen. Stellen Sie sicher, dass die Armlehnen, falls vorhanden, in der richtigen Breite eingestellt sind. Drücken Sie einfach auf den Knopf unterhalb der Auflage, um die Höhe einzustellen, und bewegen Sie die Armlehnen nach oben oder unten. Sie können die Auflage auch drehen oder nach vorne und nach hinten verschieben. Ihr Unterarm sollte mit dem Oberarm einen Winkel von mehr als 90 Grad bilden. Die Schultern sollten entspannt sein. Das Bedienkonzept des RH Mereo ist intuitiv, damit der Stuhl einfach einzustellen ist. Die Hebel sind auf der rechten Seite des Stuhls angebracht. Die Sitzhöhe. Zuerst stellen wir die Sitzhöhe ein. Ziehen Sie den ersten Hebel nach oben, um die Sitzhöhenverstellung zu aktivieren. Sorgen Sie möglichst dafür, dass die Hüften etwas oberhalb der Knie liegen und Ober- und Unterschenkel einen Winkel von über 90 Grad bilden. Außerdem sollten Ihre Füße mit der ganzen Sohle Bodenkontakt haben. Die richtige Sitzhöhe kann die Durchblutung und Sauerstoffzufuhr ebenso fördern wie die Verdauung. Wenn Sie einen Schreibtisch haben, der höhenverstellbar ist, sollten Sie darauf achten, dass auch die Tischhöhe korrekt eingestellt ist und mit Ihrer Sitzposition korrespondiert. Zweitens, die Sitztiefe. Drücken Sie den mittleren Hebel nach vorne oder nach hinten, um den Mechanismus für die Sitztiefe zu entsperren und auf die passende Tiefe einzustellen. Sorgen Sie dafür, dass zwischen Sitzvorderkante und Oberschenkel etwa 3 Finger breit Platz ist. Die richtige Sitztiefe unterstützt Ihre Oberschenkel und sorgt dafür, dass die Blutversorgung der unteren Gliedmaßen nicht behindert wird und der Oberschenkel nicht ermüdet. Neigung der Rückenlehne. Ziehen Sie den dritten Hebel nach oben, um die Neigung der Rückenlehne einstellen zu können. Probieren Sie verschiedene Positionen so lange, bis Ihr Rücken optimal unterstützt wird und Sie sich wohlfühlen. Lassen Sie anschließend den Hebel wieder einrasten. Diese Einstellung bietet Ihnen maximale Unterstützung und optimalen Sitzkomfort, ganz gleich, ob Sie aufrecht sitzen oder sich zurücklehnen. Höhe der Rückenlehne. Greifen Sie hinter Ihren Stuhl und ziehen Sie den Hebel nach oben. Gleichzeitig heben Sie mit der anderen Hand die Rückenlehne an oder senken Sie ab. Wenn Sie die passende Höhe eingestellt haben, lassen Sie den Hebel einfach los. Der Mechanismus wird gesperrt. Die Rückenlehne ist korrekt eingestellt, wenn Sie komfortabel sitzen und besonders der untere Rückenbereich gut unterstützt wird. Testen Sie unterschiedliche Einstellungen und wählen Sie die angenehmste Position aus. Nackenstütze. Die eventuell vorhandene Nackenstütze ist einstellbar und besonders dann nützlich, wenn man zurückgelehnt arbeitet. Die 2PP-Mechanik. Wenn der Stuhl arretiert ist, ziehen Sie den Hebel auf der linken Seite heraus, um die Arretierung aufzuheben. Wenn der Hebel herausgezogen ist, müssen Sie sich zurücklehnen, um die Mechanik zu entsperren. Mit dieser Sicherheitsvorrichtung verhindern Sie, dass sich der Stuhl unkontrolliert bewegt. Die Gewichtseinstellung. Das Bedienelement für die Gewichtseinstellung befindet sich links. Indem Sie das Rad drehen, stellen Sie den Stuhl auf Ihr Gewicht ein, vorwärts für weniger und rückwärts für mehr Gegendruck. Soll der Stuhl leicht nachgeben, drehen Sie das Bedienelement nach vorne. Eine härtere Einstellung erreichen Sie durch das Drehen nach hinten. Probieren Sie einige Einstellungen aus, um die für Sie passende Gewichtseinstellung vorzunehmen. Eine korrekte Einstellung ermöglicht kleinste Bewegungen und sorgt dafür, dass Sie mehr Energie für die anstehenden Aufgaben haben. Arretierung. Ihr Stuhl besitzt eine stufenlose Arretierung und kann daher in jeder beliebigen Position festgestellt werden. Der Hebel, der die Mechanik sperrt und entsperrt, befindet sich auf der linken Seite. Nutzen Sie den Hebel, um den Stuhl zu arretieren. Allerdings gibt es gute Gründe dafür, den Stuhl nicht zu arretieren.
Bewegung und Abwechslung verbessern die Durchblutung und die Sauerstoffversorgung. So bleiben Sie wach und aufmerksam. Stillsitzen war gestern, Bewegung ist heute.